Herr Präsident, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stehe heute zum 56. Mal während einer Plenardebatte des Nationalrates auf diesem Rednerpult. Und trotzdem ist es für mich ein ganz besonderer Moment, ein gutes neues Gefühl. Es ist die erste Wortmeldung seit 25 Jahren. Es ist die erste Wortmeldung als Mitglied des Europäischen Parlaments. Es war schon Zeit. Dieser Tag war überfällig. Und ich möchte mich recht herzlich bei der ÖVP, der SPÖ, den Grünen und den NEOS dafür bedanken, dass sie diesen Tag möglich gemacht haben. Es hat den Anschein, als wären wir nach 20 Jahren EU-Mitgliedschaft endlich in der Europäischen Union angekommen. Aber der Schein trügt. Wie manche Äußerungen in der aktuellen Flüchtlingsdebatte oder bei der Griechenland-Staatsschuldendiskussion in beschämender Art und Weise deutlich machen, aber leider auch bei der Sitzordnung am heutigen Tag. Wir haben noch viel zu tun, und das gemeinsam. Ich ersuche Sie daher, beim Umbau des Parlaments die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament, den nationalen Parlamenten und regionalen und den Bürgerinnen und Bürgern technisch und organisatorisch mitzudenken. Heute, meine Damen und Herren, wird ein wichtiger Schritt, ein bewusstseinsbildendes Signal gesetzt. Wir wollen miteinander arbeiten, Herausforderungen gemeinsam annehmen, Krisen bewältigen, für Kontrolle und Transparenz sorgen. Wir wollen nicht nebeneinander agieren, nicht einander Schuld zuweisen, sondern miteinander reden und handeln. Gerade in den letzten Tagen und Stunden sehen wir ganz dramatisch, wozu fehlende Zusammenarbeit in Europa, unterschiedliche Regeln und Standards, nationale Egoismen, mangelnde Entschlossenheit und ein übereinkommener Entscheidungsmechanismus führen können. Mit den bisherigen Ansätzen kommen wir nicht mehr weiter. Europäische Herausforderungen können nur europäisch, das heißt gemeinsam, bewältigt werden. Und ich vermeide absichtlich das Wort gelöst, weil uns das Thema der Migration noch mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, beschäftigen und unsere Gesellschaften verändern wird. Sie ist eine der größten Herausforderungen in der Geschichte der Europäischen Union. Aber wir können es schaffen, aber nur gemeinsam. Meine Damen und Herren, die Frage der Flüchtlingsaufnahme, der Unterbringung, der Schlepperbekämpfung sind nur die Spitze des Eisbergs. Grenzschutz, Ursachenbekämpfung, legale Migrationsmöglichkeiten, Antragszentren in den Krisenregionen, einheitliche Asyl- und Sozialstandards, eine gemeinsame Liste sicherer Drittstaaten, neue Ansätze in der Integrationspolitik, eine Änderung des Entscheidungsmechanismus, Einstimmigkeit durch Mehrstimmigkeit ersetzen, Rat durch Senat. Dieses Gesamtpaket müssen wir in Angriff nehmen. Keine Einzelmaßnahme reicht aus. Daher appelliere ich an Sie. Die aktuelle Situation entschlossen als Geburtsstunde einer gemeinsamen europäischen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einer gemeinsamen Entwicklungs-, Migrations- und Integrationspolitik zu verstehen. Der österreichische Nationalrat hat die Chance, zum Motor dieser Entwicklung zu werden, wenn wir uns mitverantwortlich fühlen, wenn wir für die gemeinschaftsrechtlichen Grundlagen sorgen und die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, wenn wir von der EU etwas fordern, wenn wir das World Food Programme wieder dotieren, wenn wir die Entwicklungshilfegelder aufstocken, wenn wir eine Vorreiterrolle bei der Überwindung von nationalen Egoismen und tagespolitischen, oft wahltaktischen Populismen übernehmen. Wenn wir, und ich komme zum Schluss, wenn wir zu einem Wiener Kongress
über die Zukunft Europas einladen und einen Entwurf für die notwendigen weiteren Integrationsschritte vorlegen. Meine Damen und Herren, keine handlungsfähige, zukunftstaugliche Gemeinschaft entsteht mit einem Schlag, ist keine einfache Zusammenfassung. Sie wird durch die Ereignisse entwickelt, die eine Tat der Solidarität schaffen, meinte Robert Schumann am 9. Mai 1950. Ein solches Ereignis findet soeben statt. Handeln wir danach. Othmar Karas sprach nach 25 Jahren jetzt erstmals wieder hier im Hohen Haus, jetzt als EU-Abgeordneter. Nächster Redner, Harald Wilimski, EU-Abgeordneter der FPÖ. Vielen Dank.